Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus. Ich kläre heute auf über ein bestimmtes Thema, und zwar über das Thema, was Errettung bedeutet für uns Christen. Und zwar möchte ich das direkt an die Muslime richten, denn im Islam gibt es ja grundsätzlich eigentlich kein Errettungskonzept, denn das heißt, mache gute Werke und wasch dich und bete fünfmal am Tag und dann, inshallah, kommst du ins Paradies, wo 99 Huris auf dich warten. Und das soll das Paradies sein. Aber die Wahrheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist Keuschheit, und das Himmelreich wird nicht mit Sex sein. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß es, denn ich habe mit Jesus darüber gesprochen, den Sohn Gottes, und ich habe mit dem Vater darüber gesprochen und mit einer Himmelsbewohnerin, die ich über alles liebe und mit der ich die Ewigkeit verbringen werde. So, und die Wahrheit über das Konzept der Rettung ist die folgende, dass wenn man Jesus annimmt als seinen Erlöser und dann auch noch seine Sünden bekennt, will man immer mehr von Jesus, immer ihn besser kennenlernen und ihm ähnlicher werden. Und dadurch, dass man ihm ähnlicher wird, wird man die Früchte des Geistes ernten. Diese sind Freude, Freundlichkeit, Demut, Keuschheit, Geduld, Selbstbeherrschung, Sanftmütigkeit, Langmütigkeit, Liebe und Frieden. Und das Wichtigste zur Unterscheidung zum Islam ist, dass die Errettung ein Gnadengeschenk ist von Gott, dem Vater, dass er seinen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus Christus, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieses Gnadengeschenk dazu da ist, dass du dann dich nicht mit guten Werken rühmst, sondern dass du mit Gott Frieden geschlossen hast durch Jesus Christus, aus dem richtiges Taten vollbringst und gute Werke vollbringst. Aus freiem Willen und aus dem Willen Gottes. Und dadurch kommt es zum richtigen Weg. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also nur durch ihn, Johannes 14,6. Jesus sagte auch selber: Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Jesus sagte: Siehe, ich war tot, doch lebe ich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin die Auferstehung, Albeis und das ewige Leben. Jesus sagte: Ich bin das Licht. Auch Jesaja, der Prophet, sagte über Jesus: Er ist das Licht. Al-Nur, und er ist der Erste und der Letzte, sagt Jesaja, der Prophet Jesaja, und sagt Jesus selbst über sich, dass er der Al-Awwal ist und Al-Achi. Und er ist auch der Liebende, und er liebt alle Menschen. Also nicht nur Jesus Christus, sondern Elohim, die wahre Natur Gottes, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, bis in Ewigkeit. Amen. Glaubt es oder glaubt es nicht, folgt dem Licht oder auch nicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann ihr mir auch dieses Video gesehen habt.